Hello, hello. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Menschen sind total in Hello-Stimmung. Vor allem ganz besonders in den Gegenden, wo es wirklich Fastnacht gefeiert wird. Da kommen Leute an diesem Wochenende oder spätestens bis Dienstag, dass sie wirklich feiern. Sie wollen tanzen, sie wollen berühren und sie wollen sehr gerne Freude haben. Diese fünfte Jahreszeit ist schon eine kostbare Zeit für viele Menschen in unserem Land. Berührung oder Freude? Ist es alles? Kann Fastnacht alles geben? Und wieso feiern nicht alle Menschen Fastnacht? Berührung, das ist wirklich ein ganz wichtiges Wort, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ganz besonders gerade vor einiger Zeit hatten wir wirklich Probleme mit der Berührung. Besonders wenn Menschen in Corona oder mit Corona gelitten hatten, das war nicht einfach, mit anderen Menschen zu sprechen und sie zu berühren. Ganz besonders in der Zeit von Quarantäne, dass Menschen einfach isoliert wurden und viele Menschen, ganz besonders auch in den Heimen, verstorben sind, ohne dass sie ihre Angehörige gehabt hatten. Berührung ist eine der wichtigsten Bedürfnisse der Menschen. Ob Mann oder Frau oder Kind, das heißt in allen Wesen gibt es irgendwie sehr wichtig, dass die Menschen sich berührt werden. Aber das passiert eben nicht. Und gerade das ist eigentlich der Punkt an diesem Wochenende, wo wir wirklich in den katholischen Gottesdiensten hören werden, dass Jesus Menschen berührt. Ganz besonders gibt es einen Text, wo ein Aussätziger, der wirklich unberührbar ist in der damaligen Zeit wie unsere Corona-Zeit, wo Jesus hingeht und diesen Aussätzigen, der Hautkrankheit hatte, berührt, ohne die Angst zu haben, dass er sich selber ansteckt, und heilt diesen Mann. Eigentlich war das damals so, dass der Mensch, der aussätzig war, soll auf der Straße laut rufen und sagen, unrein, unrein, bitte kommt nicht zu mir. Und damit auch die ganze Gesellschaft nicht von ihm angesteckt wird. Und gerade dieser Mann wird berührt und er wird geheilt von Jesus. Ist es nicht mehr als Fastnacht, wo Mensch wirklich wieder in die Gesellschaft reingenommen wird, dass der Mensch wirklich auch spüren darf, dass er ein Teil der Gesellschaft ist. Natürlich musste dieser Mann zu einem Priester gehen, der bescheinigt hat, ja, er darf wieder rein. Und so ist es auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Corona-Zeit, was wir erlebt hatten. Aber heute ist kein Corona da. Mindestens nicht in dem Ausmaß, wie wir hatten. Aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die wirklich rein werden möchten. Menschen gibt es, die wirklich auch aufgenommen werden möchten in die Gesellschaft hinein. Da haben wir viel zu leisten. Allein Fastnacht wird nicht viel Gutes bringen, wenn wir nicht herzlich mit Menschen umgehen, egal mit welcher Hautfarbe oder mit welcher Krankheit. So wollen wir unsere Herzen öffnen für das Wunderbare, was Jesus uns gezeigt hat. Berühren wir, aber heilsam.